Deine Lady sagte, ich soll dir das hier geben. Sie sagte, du hättest ein Losungswort für sie, damit sie sicher sein kann, dass du es gekriegt hast. Sie sagt, es geht um den letzten Keks. Gott ist mit jenen, die sich selbst helfen. Fertig mit Beten! Ja, bin ich. Wie schlecht geht's dir, 1229? Weiß nicht so recht. Hätte es nicht so gern, wenn du während meiner Schicht draufgehst. All der Papierkram. Solange der Doc, verhindert ist, bleibst du hier. Ein primitives altes Schloss. Vermutlich noch aus der Zeit, als die Army hier stationiert war. Seine Frau will die Scheidung und anschließend seinen Bruder heiraten. Mein Buch über Vogelkrankheiten hat sich 12.000 Mal verkauft. Ich selbst habe es nie gesehen, nicht gedruckt. Hier auf Alcatraz lässt man mir keinen einzigen Vogel. Ein Journalist schreibt ein Buch über mich. Ich werde berühmt sein. Berühmt? Aber ohne Vögel. Hier auf Alcatraz lässt man... Ein Journalist schreibt... Berühmt? Bevor ich rein kann, muss ich mit Birdman fertig werden. Er ist völlig durchgedreht. Das wird nichts. Das wird nicht klappen. Ein geplätteter Dime. Ich weiß, was du brauchst. Hier auf Alcatraz lässt man mir keinen einzigen Vogel. Hab gehört, du hast Gaspipe einen Denkzettel verpasst? Du kennst mich. Joe Lyons, verheiratet, wohnhaft in San Francisco. Bewaffneter Raubüberfall auf einem Panzerwagen. Ausbruch aus Leavenworth. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ganz clever bist. Erlaubnis hereinzutreten erteilt. Mir fehlt das nötige Werkzeug. Ich muss Birdmans Bücher nicht lesen. Ich habe überhaupt nicht mehr viel gelesen, seit ich hier bin. Das Bett anstarren nützt auch nichts. Ich muss in Bewegung bleiben. Ich brauche zurzeit keinen Spiegel. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Fehlt. Genau. Jetzt funktioniert der Wagenheber wieder. Junger Mann, wenn du wirklich in die Kerker runterklettern willst, brauchst du mindestens 10 Meter Seil. Das wird nicht klappen. Was für ein Tritt in die Eier. Hast du gelesen, was sie ihm geschrieben hat? Sobald ich meinen Dummy baue, könnten die echt nützlich werden. Sobald ich meinen Dummy baue, könnten die echt nützlich werden. Abgeschlossen. Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter.
bin ich nicht. Das gäbe nur Ärger, wenn ich sie da runterhole. Ich soll ihn wecken? Nein. Er schläft. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Das hilft mir nicht. Ein Waschbecken. Da ist schon eine Menge Blut reingelaufen. Ich bin schon sauber. Nichts, was ich brauchen könnte. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Fast geschafft. 2,5 Meter fehlen noch. Manchmal habe ich den Eindruck, die Jungs hier bluten lieber, als ein gutes Buch zu lesen. Ein Widerstand von dem öffentlichen Telefon. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Eine Telefonverbindung aus dem Krankenrevier. Ich fange an, mich zu wiederholen. Oh, wenn sie endlich aufhören würde zu telefonieren! Wenn ich den Strom abstelle, errege ich nur unnötig Aufmerksamkeit. Unter anderen Umständen wäre das vielleicht ein schlauer Schachzug gewesen. Aber den Plan ändern ist jetzt nicht mehr. Da hilft kein Seil. Vielleicht später. Solche Kurven sind hier bares Geld. Oh, wenn sie endlich aufhören würde zu telefonieren! Brauche ich nicht. Ich habe mir alles gemerkt. Wenn ich die Krankenstation verlassen will, sollte ich lieber die Klingel in meiner Zelle läuten. Sonst merken sie noch, dass ich frei rumlaufe. Das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Muss nicht sein. Reinigungsflüssigkeit. Salzsäure. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Da hilft kein Seil. Hast du geklingelt? Was ist mit deiner Lampe passiert? Wann kommt der Doc, um nach mir zu sehen? Der ruht sich aus. Der Doc wird wahrscheinlich nicht vor morgen bei dir vorbeikommen. Hab dem Direktor letztes Jahr schon gesagt, dass der Doktor zu alt für die Insel ist. Wir behalten dich über Nacht da. Hast du geklingelt? Was ist mit deiner Lampe passiert? Mir geht's nicht gut. Ich stirb mir bloß.
Ist ein solides Modell. Wurde damals für die Army hergestellt. Jetzt läuft es wieder. Ist ein solides Modell. Gute Arbeit. Nichts Wichtiges. Da ist nichts, was sich lohnt. Wegen dem Seil. Du wirst eine Menge Seil brauchen. Schnapp dir einfach alles, was du kriegen kannst. Pass auf dich auf, alter Mann. Vater. Ja? Haben Sie Christine die Nachricht von mir gegeben? Ja, sie sagte, es wird ihr helfen, mit Evan Camfield fertig zu werden. Ja. Ich hoffe, sie haut nicht ab mit dem, was sie da findet. Ich muss weiterarbeiten. Sieht gemütlich aus. Aber ist nichts für einen großen Kerl wie mich. Gute Idee. Sobald Joe soweit ist, kann ich eins der Boote klauen. Irgendwann. Sieht so ein Leben auf der Flucht aus? Ein alter Mülleimer voll mit Fischresten. Nichts drin, was mich weiterbringt. Keine Zeit, mich gehen zu lassen. Ich habe Dinge zu erledigen. Ich kann in meinen alten Klamotten keine neuen Hinweise finden. Fertig mit Beten? Ja, bin ich. Nutz den Notruf nicht ab, 1229. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Da hilft kein Seil. Der Lizard sagt, da ist nichts mehr zu holen. Seine Frau will die Scheidung und anschließend seinen Bruder. Die Münze behalte ich.
Die Klammer lässt sich bestimmt woanders besser benutzen. Wegen unseres Dienstes. Okay, was? Ich lasse. Die Klammer lässt sich bestimmt woanders besser benutzen. Das sind nochmal 2,5 Meter Seil. Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Junger Mann, wenn du wirklich in die Kerker runterklettern willst, brauchst du mindestens 10 Meter Seil. Ich binde die hier zusammen. Jetzt noch nicht. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf... Keine schlechte Idee. Ich bin für ein paar Nächte in der Stadt. Immer der gleiche Käse. Müll. Das kriege ich nicht zusammen. Das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Das passt nicht zusammen. Ich muss vorsichtig sein mit der Säure. Das wird nicht klappen. Könnte als Dummy halten, aber so richtig überzeugend ist er noch nicht. Ich bin für ein paar Nächte in der Stadt. Ich habe genug Müll für 2 Leben gesammelt. Bin ich nicht. Ich soll ihn wecken? Nein. Passt. Muss eins von Bumpys Hemden gewesen sein. Das kriege ich nicht zusammen. Sehr gut. In der Dunkelheit sollten Sie drauf reinfallen. Sorry, Kumpel, aber ich muss dich einsperren. Hoffe mal, dir gefällt's hier besser als mir. Der Typ kommt einfach so aus dem Nichts. Scheint locker zu sein. Ja, die Stäbe biegen sich. Geschafft! Jetzt passe ich durch. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Kletter aufs Dach, dann rüber auf die andere Seite. Danke, alter Mann. Ich könnte sie kappen, aber vielleicht brauche ich sie noch. Zugeschweißt. Ich hätte eh nicht durchgepasst.
Ein Lüftungsschacht. Sie läuft hier übers Dach. Sieht aus wie die Verbindung zum Wachturm. Bloß keinen Lärm machen. Er hat eine Winchester. Ich habe ihn hier noch nie zuvor gesehen. Früher oder später wird er zum Hörer greifen. Spätestens, wenn ihm langweilig wird oder er sich nach seiner Frau sehnt. Außer Reichweite. Scheinwerferlicht. Es strahlt in die falsche Richtung. Die Landspitze von Marin County. Die Wache würde mich hören. Die Wache würde mich sofort erschießen. Zum Glück hat mich bis jetzt niemand gesehen. Nein, es gibt kein Zurück mehr. Ich könnte sie kappen, aber vielleicht brauche ich sie noch. Das wird nicht klappen. Das wird nichts. Sie passen perfekt zusammen. Ich habe mir ein Störgerät gebastelt. Es kann nur an einer Telefonleitung angebracht werden. Das funktioniert nur mit Telefonleitungen. Ja? Was zur Hölle? Dieser Lärm! Ich... Au! Oh, mein Kopf! Sorry, Kumpel. Wenn ich Gummireste brauchen sollte, weiß ich jetzt, wo ich sie finde. Das Schloss ist alt, aber immer noch fest verschlossen.